Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Random Bullshit von den APK Gaming Bros mit dem Alex hier wieder für euch. Ja, und was spielen wir? Wir spielen Euro Truck Simulator 2. Das werden wir jetzt heute gibt es das und wahrscheinlich auch noch die nächsten Tage oder je nachdem wie ich Bock habe, wird immer mal wieder Euro Truck Simulator 2 kommen. Habe ich euch ja auch schon in Ankündigungsvideos und so weiter versprochen. Ja, und genau das wird jetzt auch umgesetzt und das freue ich mich mega hart drauf, denn wie ihr ja wisst, wie ich euch wahrscheinlich schon in ein paar Ankündigungsvideos gesagt habe, habe ich ja schon relativ viel gespielt. So, ich wollte mal ganz kurz, habe ich ja schon relativ viel gespielt und ich glaube, ich habe es jetzt wirklich das letzte halbe Jahr so gut wie gar nicht mehr gespielt. Aber davor habe ich es, glaube ich, so 2-3 Monate lang habe ich es geschafft, innerhalb von, ja, so wie gesagt, 2-3 Monaten auf, ja, okay, es waren eher ein paar mehr Monate, eher so 5-6 Monate auf, ich glaube, 50 Steam-Spielstunden zu kommen. Das kann ich euch sogar eigentlich gerade mal ganz kurz zeigen, wenn das hier irgendwo steht. In dem Overlay von Steam. Ja, hier 59 Stunden insgesamt bis jetzt. In der letzten zwei Wochen. Seht's, ich habe auch in den letzten zwei Wochen nicht mehr gespielt. Kam einfach nicht mehr zu wieder in letzter Zeit wegen dem Kanal. Aber ja, als es unseren Kanal noch nicht gab, da habe ich es richtig intensiv gesuchtet und hat richtig, richtig viel Spielstunden hier drin. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe in letzter Zeit ziemlich oft dann so ein bisschen, ja, sagen wir mal, da sind, wo ich es immer gespielt habe, früher sind dann teilweise, habe ich voll oft Crash gemacht oder auch jetzt noch, weil ich dann immer, während ich das spiele, noch irgendwas anderes nebenbei laufen habe, sowas wie irgendwelche YouTube-Videos oder so. Mal ganz kurz einen Moment. So, mal gerade einen kleinen Schuck getrunken. Sowas wie irgendwelche YouTube-Videos habe ich dann immer nebenbei laufen gehabt und da habe ich immer Crash gebaut, die haben mich so viel Kohle hier gekostet. Ja, und jetzt kann ich erstmal was, ich glaube, ich erkläre das Spiel mal kurz. Ich habe schon, wie gesagt, ein bisschen hart gespielt. Ich habe gerade minus 15.000. Ich kann mal auf meine Bank gehen. Da sehen wir, dass ich hier Kredit nehmen kann. Habe hier viele Kredite offen, insgesamt 410.000. Kann noch Kredite aufnehmen, 80.000. Heißt, ich habe einen Kreditrahmen, keine Ahnung wie viel. Kein Bock jetzt zu rechnen, auf jeden Fall von genug. Ja. Und es läuft, würde ich mal grob behaupten. Wir haben auch, ich habe auch ein bisschen schon öfter, also schon wie gesagt durch die viele Spielstunden, habe ich auch viel Crash gebaut und die mich viel Kohle gekostet haben. Man hätte in diesen fast 60 Spielstunden schon weiter sein können, aber ich bin es noch nicht. Ich habe hier wie gesagt eine Garage in Frankfurt, die ist voll aufgebaut mit 5 Plätzen. Wie gesagt, das bin einmal ich als Fahrer. Und dann sind das hier meine angestellten Fahrer. Das heißt, hier habe ich noch 4 angestellte Fahrer und die verdienen auch Geld und ich kriege von denen Kohle, ja. Und die machen mir ein bisschen Profit, ne? Das ist schon mal ganz nice. Ja, wie gesagt, 4 Fahrer ist schon ganz cool und was halt jetzt für mich geht, ist noch erstmal wieder Geld sammeln, um ein bisschen Kredite, erstmal wieder die Kredite hier abzubezahlen, um dann eben wieder, wieder einen zweiten Standort aufzubauen. Wie gesagt, es gibt hier den schnellen Auftrag, da kriegt man, das macht man am Anfang, um überhaupt erstmal Geld zu sammeln, um sich einen eigenen LKW zu kaufen. Also ganz am Anfang, wenn man sich das Spiel neu kauft bei Steam, wo es ja habt, wie ihr gesehen habt. Und ja, dann habe ich hier noch den Frachtmarkt, hat man hier, kann man dann genau sehen, ich bin hier gerade in Calais, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Und da sieht man hier schon automatisch sortiert die besten Angebote. Das heißt, die 59.000 nach, what the fuck? Einmal quer durchs ganze Land. Ich glaube, das machen wir auch. Und das Ganze wird ziemlich lange dauern. Und ich denke mal, mehr als diese eine Folge. Wenn ich denn... Ja, genau. Ich denke mal, mehr als eine Folge. Denn das ist wirklich... Das sind hier in-game bestimmt 15, 16 Stunden. Oder, nee, eher noch mehr. Wir werden es ja gleich sehen. Aber ich kann es nochmal ganz kurz zeigen gerade. Ich muss mich hier auch ein bisschen beeilen, denn diese Dinger laufen ja auch aus, wie ihr hier seht. Ja, aber es ist, wie gesagt, es wird immer nach dem besten Preis pro Kilometer hier sortiert. Und das ist aktuell hier nach Polen, ich spreche jetzt mal lieber nicht aus. Und das Angebot läuft in 5 Stunden ab, das heißt, wir haben noch gechillt lange Zeit, zu dieser Firma zu fahren. Und das machen wir jetzt. So, wie gesagt, ich habe hier mehrere Ansichten. Einmal die aus dem Cockpit, dann die hier von oben, dann habe ich noch eine dritte von ganz oben, bevor ich jetzt crashe. Oh, das war gerade richtig geraten. Genau, dann kann ich doch mit F
Es ist jetzt natürlich immer ein bisschen schwer, das umzustellen hier, weil ich natürlich mein Mikrofon jetzt vor meiner Fresse stehen habe. Ich kann noch hier, genau, das wollte ich jetzt zeigen. Erstmal hier ein bisschen fahren. Ich kann auch hier die Karte ändern, wie gesagt, die Navi-Führung. Dann kann ich noch, Moment, da kommt ein Auto. Das war nicht cool. So, dann kann ich noch hier auf mit den F-Tasten kann ich noch auf F6 wechseln. Da steht dann die aktuellen Auftragsdaten. Wir haben den Auftrag noch nicht angenommen, deswegen steht da noch nichts. Dann haben wir hier noch unsere Schaden am Auto oder an der Fracht eben. Und dann haben wir hier noch Kurznachrichten, wenn wir welche hätten. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt hier lang und es wird gerade grün, sehr gut. Wir fahren hier mal rum. Wir haben relativ schnell einen LKW uns zusammengestellt, ja. Und ich habe auch, muss ich auch wieder erst ein bisschen dran gewöhnen, wie gesagt, an das Spiel. Ich habe die Bremsen, man kann auch in den Einstellungen, zum Beispiel in den Einstellungen kann man zum Beispiel auch die Bremsen einstellen. Die habe ich relativ stark eingestellt, wie ihr merkt, dass ich, wenn ich schnell bin, ich schnell runterbremsen kann. Das kann natürlich auch hinderlich sein, dass wenn man mal kurz hier die Taste antippt, dass es dann, dass dann quasi direkt bremst. So, kann nach aber auch ein Vorteil sein. Ich habe es extra so hoch eingestellt, weil es für mich ein Vorteil ist. Aber naja. Und wie gesagt, man kann es entweder mit WASD den LKW fahren oder halt mit den Pfeiltasten. Ich mache es, meistens wirklich mit den Pfeiltasten. Ich bin doch so jemand von der etwas älteren Sorte, was das angeht. Also ich spiele es aktuell mit Pfeiltasten gerade. Aber auch mit WASD geht auch. Aber sagen wir es mal so, ich kann es irgendwie besser noch mit den Pfeiltasten, weil die Maus braucht man nicht wirklich. Damit kann man halt hier ein bisschen so hin und her machen, ihr seht's. Aber die braucht man jetzt nicht so wirklich. Und da sage ich einfach immer so, da man die Maus nicht wirklich braucht, kann ich auch lieber mit den beiden Fingern dann auf den für die Pfeiltasten haben. Weil dann habe ich dafür einfach mehr Finger. Bei WASD kann ich das nur mit einer Hand machen und da kann ich es einfach mit zwei Händen machen. Finde ich ein bisschen gechillter und ja, ist ganz gediegen eigentlich. Wir fahren hier jetzt raus und jetzt ist eine rote Ampel, die müssen wir natürlich einhalten. Und wie ihr merkt, der Bremsweg ist extrem kurz, weil ich es eben so eingestellt habe. Ich gehe nochmal auf, wie gesagt, die Ansicht gibt es die hier, dann gibt es die von hinten. Kann ich gerade mal mit der Maus ein bisschen gucken, dann gibt es die hier. Wo wir quasi sehen, wo wir sind, da können wir ganz schön eng dem hinten auffahren. Und dann gibt es hier noch eine von oben und noch eine von der Seite und noch eine von vorne und noch eine und noch eine. Und keine Ahnung, wie viele Hunderte es da gibt. Bis F, bis 9 oder sowas durch, denke ich mal. Keine Ahnung, ich kann es gleich nochmal testen an der nächsten. Ja, überfahren der roten Ampel, das war gelb. Leute, das war gelb, das war nicht rot. Haben wir dir Kohle gekostet? Naja, auf jeden Fall. Hier 7 habt ihr ja schon gesehen, 8. 9 ist noch eine, das ist irgendwie die Standardkamera, okay. So. Wie gesagt, wir haben jetzt hier, ist glaube ich ein relativ langer Auftrag jetzt her gewesen, sind 1276 Kilometer und 20 Stunden, wenn wir jetzt hier auf F6 gehen, sehen wir auch, dass wir hier die nächste Pause in 4 Stunden 42 spätestens machen müssen, ansonsten gibt es auch wieder Strafgelder. Auftragsvergütung, wie gesagt, 60.000, Kraftstoff, Tank, genau. Oh, wow, Alter, wie ich gerade schon wieder fahre. Mal gerade auf F5 klicken. Okay, ich fahre richtig. Genau. Wie gesagt, was ich, wann ich da erwartet werde, steht auch da. Die seht ihr auch bei verbleibender Zeit. 41 Stunden, um dort anzukommen. 20 Stunden ist der Optimalfall. Aber wir müssen wahrscheinlich zweimal übernachten, also zweimal Pause machen. Von daher wird es knapp. Oder wir nehmen eine Strafzahlung in Kauf, je nachdem werden wir sehen. Das ist auch nur eine ungefähre Zeit mit den 20 Stunden, die beim Navi standen. Natürlich, wie das immer so beim Navi ist. Geil. Wir haben wohl eine relativ leichte Fracht auch, deswegen geben wir auch anscheinend so Hardgas. Aber wir dürfen schnell fahren. Wir sind hier bei 70 und wir dürfen bis 80. Bis 90 natürlich. Mal ein bisschen hier runtergehen bei der Kurve gerade. So. Wie ihr da unten jetzt auch gerade an der Meldung seht, hat uns Cameron, einer unserer Angestellten, 4.439 Euro Vergütung eingebracht. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Also muss ja auch so laufen. Im Endeffekt, die arbeiten ja für uns. Und jetzt gehe ich mal gerade wieder aufs Navi, dass ich mich hier nicht verfahre. So. Ich glaube, ich müsste nochmal... Ah, egal, scheiß drauf.
wie gesagt, ist eine sehr lange Strecke, deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt immer das Spiel aufnehme, wenn ich jetzt unbedingt spiele, weil ich muss auch was zu erzählen haben, weil, jetzt mal ernsthaft, wenn ich hier nur wirklich jetzt fahre und kein wirkliches, kein wirkliches Thema habe, dann ist es wirklich etwas scheiße für euch zum Zuschauen, denn dann habt ihr einfach kein Format, dann ist es halt, finde ich, relativ wenig unterhaltsam. Man braucht immer ein gutes Thema, wenn man das natürlich, hier anfängt zu let's playen. Klar, es ist jetzt, wie gesagt, ein random Bullshit-Ding, von daher, es wird mal kommen. Es kann immer wieder zwischendurch was anderes kommen. So ist das halt, ja. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ich muss hier gerade mal ein bisschen ordentlich fahren. Das ist nämlich auch eine Sache, wie gesagt, das ist auch eine Sache, warum ich jetzt gerne spielen will, während ich aufnehme. Weil ich ja sonst, wie gesagt, wenn ich nicht aufnehmen würde, würde ich gleichzeitig noch so viele andere Sachen machen, wie YouTube-Videos links nebenbei gucken. Da wäre ich so unaufmerksam, weil ich immer so viele Unfälle baue. Das ist ja ganz lange bei mir passiert. Und deswegen möchte ich das Let's Play jetzt ein bisschen dazu zwingen. Also wenn ich dann halt jetzt aufnehme, wie gesagt, kann ich ja nichts nebenbei anderes gucken. Von daher ist der Ablenkfaktor ein bisschen geringer. Natürlich gibt es dann auch wieder diesen Ablenkfaktor, dass ich babbeln muss. Und dass ich ab und zu mal ein bisschen links auf meinen Bildschirm rüberschielen muss, um zu gucken, ob ich nicht zu nah am Mikrofon bin mit meinem Kopf. Aber das passt ja im Moment alles. So. Ja, 19 Stunden noch, wie gesagt, es wird wirklich auch in echt, ich glaube, ich habe es mir irgendwann ausgerechnet, ich glaube, das war ein Multiplikator von 8 oder so, 8 oder ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, irgend sowas in dem Dreh, im Vergleich zur Echtzeit. Also es war wirklich, ich glaube, es war ein Faktor von 8 oder von irgend sowas mit 8, glaube ich, was. Heißt, 20 Stunden hier müssen wir jetzt dafür fahren, ungefähr. Ich weiß es wirklich nicht mehr ganz genau. Vielleicht vertue ich mich auch gerade. Aber es war irgendwas, glaube ich, mit 8 habe ich im Kopf. Und das heißt, es wird locker eine Stunde jetzt dauern, bis wir auch dort sind. Oder eineinhalb oder zwei Stunden Echtzeit, bis wir an dem Fahrziel sind. Ist wirklich nicht wenig. Aber ich denke mal, es gibt viel Asche. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, weil man einfach teilweise so lange fährt. Man kann ja auch noch, ich glaube, C ist es, drücken. Dann hält er die Geschwindigkeit konstant. Ja, genau. Jetzt muss ich gar nichts mehr machen. Jetzt muss ich nur noch links und rechts drücken ein bisschen. Und das, wenn man da natürlich, das kann auch dauern natürlich, wenn man irgendwie kein Thema hat, wo ihr gut zuhören könnt, wo euch vielleicht gefällt, wo ich Bock habe, drüber zu reden oder so, dann ist das natürlich nicht so genial zum Spielen, weil man natürlich, ich muss wirklich sagen, es ist sogar ein Tick noch schlimmer wahrscheinlich wie Minecraft. Beim Standard Minecraft muss man ja auch immer relativ viel zu erzählen haben, ansonsten ist es, denke ich mal, nie so unterhaltsam. Und hier ist es, denke ich mal, ja, relativ noch ein bisschen schlimmer. Also, weil wir eigentlich nur die Straße entlang fahren. Natürlich, zwischendurch machen wir auch ein paar coole Sachen, wie neuen LKW kaufen und so eine Kacke. Werden wir alles noch machen. Und die Sachen werde ich auch auf jeden Fall aufnehmen. Aber, ja, es ist halt einfach immer ein bisschen... Ja, Junge. Oh, 70. Wir müssen runter. Es ist auf jeden Fall auch immer... Kann es ein bisschen öde werden, wenn ich halt, wie gesagt, kein Thema habe. Deswegen versuche ich natürlich dann auch immer, kann ich es wahrscheinlich nicht jeden Tag bringen. Wenn ich das jeden Tag jetzt bringen würde, bräuchte ich irgendwie, ja, würde ich immer 3-4 Folgen hintereinander aufnehmen. Also müsste ich immer 3-4 Folgen hintereinander aufnehmen. Und ich denke mal, mehr als 2 Folgen macht keinen Sinn bei Euro Truck Simulator, weil mehr als 2 Folgen habe ich vom Inhalt her nicht viel zu labern. Muss man ja auch wirklich so sehen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht dann auch mal in Zukunft so ein bisschen zeitraffermäßig arbeiten werde. Heißt, dass ich vielleicht, das ist dann schon wieder ein bisschen tick zu aufwendig, wenn ich jetzt hier anfange mit Zeitraffern zu arbeiten, um die Geschwindigkeit noch ein bisschen nach vorne zu treiben. Aber wie gesagt, da gibt es ja viele Möglichkeiten und ich werde jetzt erstmal ganz normal das als Let's Play so mäßig führen und ja, halt Themen dazu reden. Wie gesagt, jetzt heute ist natürlich erstmal das Thema, geht es natürlich erstmal um das Spiel, was ich gerade erklärt habe natürlich. Dann geht es auch noch um das, ich denke mal, es wird auch immer in naher Zukunft technikmäßig, was so Kanal und Let's Plays betrifft. Ihr kennt es ja aus meinen anderen Let's Plays. Sowas in der Art wird natürlich hier auch einfließen oder vermehrt einfließen. Ich versuche sogar jetzt sowas gezielt hier einzufließen und nicht immer unbedingt in Karriere oder sowas. Denn Karriere möchte ich mich auch in Zukunft ein bisschen mehr aufs Gameplay und ein bisschen weniger auf inhaltliche Themen fixieren. Natürlich will ich auch über coole Sachen nebenbei schwafeln, aber eben nicht so inhaltlich tiefgreifende Themen im Let's Play verankern, da das Gameplay immer drunter leidet. Und hier ist ja wirklich so, gibt es quasi nichts Gameplay-Technisches, was mich überfordern würde.
So. Oh, meine Stimme gerade eben. Ich muss mal hier nebenbei noch etwas trinken. Das ist jetzt das Riskanteste. Okay, ich muss hier rüber. War jetzt auch gerade auf dem letzten Drücker. So. Bam, 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 bam. 40 km/h. Ich muss hier ein bisschen runter. Ich gehe gerade ein bisschen runter. Bin aber kurz angeeckt. Wie gesagt, wenn ich jetzt auf F7 gehe, kann ich das hier sehen, was ich für einen Schaden habe. 1% schon. 1% dürften schon ein paar Tauis sein oder zumindest ein paar hundert. Hier auf F6 sehe ich natürlich, ich muss in 2 Stunden eine Pause machen. Das heißt, wir können auch gleich schon mal in die Karte reingucken und einen schönen Spot aussuchen, wo wir dann gerne übernachten möchten. Wir haben jetzt 19.20 Uhr auf dieser Ingame-Uhr, aber das hat ja nicht viel zu sagen. Es kommt ja darauf an, wann das, wann die Ruhezeiten eingehalten werden müssen. Denn das ist natürlich Euro Truck Simulator hier, wie in echt sind es da auch die Vorschriften und alles Mögliche. Man muss sich natürlich an Ruhezeiten halten und die Deadlines müssen natürlich auch eingehalten werden, wo wir die Ware abzugeben haben. Das sind natürlich alles so Sachen. Wir haben jetzt noch, wir haben noch 2 Stunden 30, bis wir pennen müssen. Hier wäre auch eine Möglichkeit zum Pennen. Ich gehe jetzt mal gerade auf Escape und gehe mal hier auf, nicht auf Aufträge, sondern ich gehe auf die Weltkarte. Und hier kann ich mir jetzt schon mal angucken gerade, wo wir, hier haben wir eine Schlafmöglichkeit, hier haben wir wieder eine und dann haben wir ganz lange keine. Das ist natürlich ein Problem. Wir haben hier eine, aber dann wirklich bis hier hinten keine, oder? Haben wir hinten überhaupt eine? Ja, aber abseits der Autobahn hier nur. Ha, das wird ein bisschen knapp hier, aber ich denke mal, hier muss ich spätestens raus. Oder haben wir hier? Hier hinten haben wir auch noch eine, aber ich denke mal, bis hierhin werden wir nicht kommen mit den 2,5 Stunden. Von daher, ja, also wie gesagt, hier werde ich jetzt noch nicht schlafen, weil 2,5 Stunden ist noch viel Zeug und da würden wir die Zeit nicht effizient ausnutzen. Denn ihr müsst euch ja vorstellen, die Zeit geht ja jetzt weiter quasi und, ja, wenn wir jetzt quasi noch, im Endeffekt unsere Auftragsabgabezeit haben wir ja auch davon ungefähr, keine Ahnung, was ist das hier, 39 Reststunden haben wir noch, bis wir es dort abgeliefert haben müssen in Polen. Und es ist natürlich auch nicht wenig, ja, und da müssen wir halt, wie gesagt, auch noch hin. Und ja, genau. So, wie gesagt, heute ist eher so das Thema ein bisschen Kanal und das Spiel und was ich noch sagen will, oh, ich gucke gerade auf die Zeit und sehe schon, es sind schon 17 Minuten, wo ich hier gerade mehr oder weniger durchrede, wollte ich noch ein paar kurze Sachen ansprechen. Zum einen, dieses Spiel, muss ich wirklich sagen, war das erste Spiel, was ich aufgenommen habe. Ihr wisst davon zwar nichts, ihr werdet auch nichts auf dem Kanal finden, aber bevor ich das mit Kevin und Pierre einen Kanal gemacht habe auf YouTube, habe ich mir einen eigenen Let's Play-Kanal angelegt. Auf dem ist nie ein einziges Video erschienen, es gab nie einen Kanalbanner und so eine Scheiße. Es kam nie ein Video online, aber ich habe einfach schon mal, ich glaube, das war auch knapp, ich glaube, es war einen Monat, bevor wir mit unserem Kanal angefangen haben, hat es mir unter den Fingern gejuckt, selbst anzufangen. Und da habe ich, wie gesagt, so einen Kanal angelegt und da habe ich quasi auch mal das hier, Euro Truck Simulator 2, als Let's Play aufgenommen und habe das dann auch hochgeladen, aber nicht auf öffentlich gestellt. Es war, wie gesagt, so eine Testaufnahme, wo ich dann das erste Mal das alles geschnitten habe und so geguckt habe, wie geht es und so. Habe zwar schon vorher ein paar andere Videos geschnitten, aber habe halt eben nichts, was Let's Play-mäßig und mit Synchronisation und so zu tun hat, geschnitten. Von daher war das wirklich das erste Ding, was ich richtig aufgenommen habe, auch wenn es nie online kam. Ja, und das sind so die kleinen Facts. Und dann, wie gesagt, 1-2 Monate später kam das Thema irgendwie nochmal auf. Ich hab schon zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Kanal da offen hatte, habe ich mit Kevin darüber geredet. Er hat so gesagt, ja, wenn du was startest, bin ich dabei und so. Und dann irgendwie so 1-2 Monate später ging es auf einmal los mit, sind wir dann irgendwie nochmal auf das Thema gekommen. Dann war Pierre Interesse mit dabei, in Skype damals mit dabei. Und dann haben wir halt gesagt, yo, und dann so direkt so, ja, komm, lass uns das machen. Und dann haben wir es, glaube ich, dienstags oder so war das, wo wir das, doch, das war ein Dienstag, wo wir das besprochen haben, noch am selben Abend direkt eine Elgato Game Capture bestellt, um nämlich FIFA, was sie ja hauptsächlich aufnehmen wollten, aufzunehmen. Und dann, es war Dienstag oder so, oder direkt noch an dem Tag oder einen Tag später Elgato Game Capture bestellt. Achso, nee, es war schon weit abends, genau. Und dann irgendwie am nächsten Tag wurde es auch schon von Amazon verschickt und dann war es auch irgendwie schon am Donnerstag da oder so. Oder am Donnerstag war es zwar da und dann halt wieder, ja, wurde irgendwie in der Filiale abgegeben. Und egal, Freitag hatten wir dann die Game Capture. Und da war natürlich dann erstmal groß. Da haben wir erstmal auch wieder 1-2 Testaufnahmen gemacht. Wie gesagt, Dienstag schon den Kanal gestartet, die Duldungserklärung von EA geholt für FIFA und so.
Ja, und dann haben wir es eben. Ja, dann haben wir es, ging also wie gesagt relativ schnell. Dienstag Kanal gegründet, Duldungserklärung von EA geholt, für FIFA und alles Mögliche. Und jetzt muss ich hier mal bremsen und mein Typ wird langsam müde und macht Gegengeräusche. Aber wie gesagt, ich treibe das immer bis auf die Spitze mit der Zeit. Ich lasse ihn nicht vorher pennen gehen. Ja, und wie gesagt, so ist unser Kanal ein bisschen entstanden. Was auch, denke ich mal, ja, ziemlich nice ist. Und dann haben wir uns immer mehr verbessert und ja. Es ist wirklich schon besser geworden und wie auch letzten Monate mit meinem Mikrofon und so weiter, wie da die Richtung verbessert waren. Es wird sich immer wieder was tun, was die Qualität betrifft. Ich werde immer wieder Geld investieren. Da ich das alles immer noch sehr spannend finde um YouTube und um die ganze Technik, auch wenn ich natürlich jetzt im Moment richtig hart Massenproduktion, wie in Anführungszeichen, fahren. Ich nenne es jetzt einfach mal Massenproduktion. Aber es ist nicht wirklich eine Massenproduktion. Ich meine, wenn wir dann teilweise Posts haben wie, ja, mach doch mal weniger, das ist viel zu viel. Ja, ernsthaft, Leute, warum? Wir haben Spaß an all den Spielen, die wir zocken. Wir würden die eh zocken. Warum sollen wir die nicht aufnehmen? Genauso jetzt Euro Truck Simulator 2. Ich will es wieder zocken und jetzt nehme ich es auf. Gut, bei Euro Truck Simulator 2 hat es jetzt auch noch einen anderen Grund. Es hat den Grund, dass ich mich natürlich selbst disziplinieren will, dass ich nicht gleichzeitig noch irgendwie YouTube-Videos gucke und dann abgelenkt bin und Unfälle baue. Das ist natürlich der Nebeneffekt, den ich damit schaffen möchte. Ja, und dann würde ich auch mal an der Stelle sagen, wir sind bei 21 Minuten, da würde ich mal sagen, das war's von der ersten Folge Random Bullshit Euro Truck Simulator 2. Ich werde jetzt im Anschluss noch direkt eine neue Folge aufnehmen. Die werdet ihr dann morgen Abend sehen, wieder 20 Uhr und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und dann werde ich, glaube ich, jetzt über, wie ich denn auf das Spiel gekommen bin und wieso die Entwicklung von unserem Kanal in den letzten ja, Monaten vor allen Dingen und ist. Wir gehen ja relativ, wir sind jetzt glaube ich 10 Monate, da gibt es unser Kanal. Erste Video wurde haben wir am 12.05. hochgeladen. Und wie gesagt, über den ganzen Scheiß werde ich in der nächsten Folge morgen Abend 20 Uhr reden. Von daher, ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin, ciao.